Seien Sie herzlich willkommen zur Andacht heute aus der Kirchgemeinde Dresden-Ost mit Schwesterkirche Dresden-Gruna-Seidnitz. Schaut hin, steht auf diesem Plakat, das einlädt zum dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Ich bin ein Kirchentags-Fan. Ich habe viele Kirchentage besucht, schon in Zeiten der DDR. Nach der Wende war mein erster Kirchentag der im Ruhrgebiet im Jahr 1991. Und seitdem haben wir eigentlich keinen Kirchentag ausgelassen, haben miteinander diskutiert, haben Bibelarbeiten gehört, haben die verschiedenen Städte in Deutschland kennengelernt, in denen der Kirchentag stattfand und waren auch bei den ersten beiden ökumenischen Kirchentag in Berlin und München mit dabei. Natürlich kann dieses Großereignis Kirchentag in diesem Jahr nicht so wie üblich stattfinden. In großen Messehallen, mit großen Konzerten, mit vielen Begegnungen und Gesprächen. Er soll in diesem Jahr digital und regional stattfinden. Über die Webseite ÖKT können Sie das Programm einsehen und werden in den nächsten Tagen sicherlich auch viele Möglichkeiten haben, an Formaten des Kirchentags von zu Hause teilnehmen zu können. Schaut hin! Unter dem biblischen Motto aus der Geschichte von der Speisung der 5000 aus dem Markus-Evangelium Kapitel 6 findet der dritte ökumenische Kirchentag vom 13. bis zum 16. Mai statt. Nun erstmalig als hauptsächlich digitaler Kirchentag mit Gottesdiensten, Bibelarbeit, Podien und Kultur. Sicherlich eine Möglichkeit für alle, die bisher die Reise zum Kirchentagsort nicht auf sich nehmen wollten oder konnten. Und besonders am Samstag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr können Sie einmal hineinschnuppern in das, was Kirchentag ist. Vielfältig, ökumenisch, gesellschaftskritisch, spirituell. Rund 50 Veranstaltungen werden an diesem Tag digital angeboten. Am Donnerstag und am Sonntag gibt es die Gottesdienste als Kirchentage auch im Fernsehen. Schaut hin! Mit dieser Aufforderung an die Jünger durch Jesus, nach ihren Möglichkeiten der Hilfe für die vielen zu suchen, möchte der Kirchentag unseren Blick richten auf die, die wir in den Blick nehmen sollten und auf uns, auf unsere Möglichkeiten, uns einzusetzen, etwas zu tun. Die biblische Geschichte von der Speisung der 5000 weiß um unsere Möglichkeiten und Grenzen. Da wird geteilt. Und dann ist mehr als genug für alle vorhanden. Alle werden satt und es ist mehr als genug übrig. Sie kennen die 12 Körbe an Brot, die plötzlich übrig sind. Und auch die andere Geschichte, die Himmelfahrtsgeschichte aus der Apostelgeschichte 1, fragt nach der Blickrichtung. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Werden da die zurückgelassenen Apostel gefragt. Sie werden auf den wiederkommenden Herrn verwiesen und in den Alltag geschickt. Kann der Kirchentag unseren Blick neu schärfen? Für das, was uns im Glauben an Hoffnung gegeben ist und für das, wofür wir uns einsetzen und etwas verändern können, damit etwas vom Himmel in unserem Alltag hier auf der Erde sichtbar wird? Ja, der dritte ökumenische Kirchentag wird anders als geplant, aber er bleibt vielfältig, relevant und verbindend. Schauen Sie hin, Sie sind herzlich eingeladen. Sonne, die
sehen kann. Erbarm dich, Herr. Weg die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr. Schaue was sich hat verirrt, erbarm dich, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in dieser Zeit, und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr. Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich, Herr. Ich lade Sie ein zu einem Gebet aus den Materialien des Kirchentages in leichter Sprache. Gott, du gehst mit mir zusammen. Du sagst mir, was ich machen soll. Ich möchte dir folgen. Gott, öffne mir die Augen. Hilf mir, genau hinzusehen. Gott, du sprichst zu uns, wir hören dich in der Bibel. Ich möchte mich an deine Worte erinnern. Ich freue mich über deine Worte. Gott, öffne mir die Augen, hilf mir, genau hinzusehen. Gott, du tust uns gut. Ich möchte mich an dir festhalten. Ich möchte tun, was du sagst. Gott, öffne mir die Augen, hilf mir, genau hinzusehen. Gott, du machst mich wunderbar, auch ich möchte dich sehen, in den Blumen, in den Tieren, in den Menschen, in den Wolken am Himmel. Gott, öffne mir die Augen, hilf mir, genau hinzusehen. Amen. Gott soll dich segnen, er soll auf dich aufpassen, Gott soll dich freundlich anschauen, Gott soll dir Frieden schenken. Amen.